Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla 2. In der letzten Folge haben wir das Kolosseum ein bisschen aufgeräumt in der Anfängerklasse. Und ja, ich habe offscreen wieder ein bisschen trainiert, mehr oder weniger. Level 90. Voll übertrieben. Und zwar habe ich diese Level bekommen, indem ich die ganzen Elite-Monster erledigt habe. Mal einfach so. Naja, einfach so ist gut reden. Die waren verkackt schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind noch übrig. Und ja, die waren überhaupt nicht in Zuckerschlecken. Ich zeige euch jetzt hier mal was sehr Erschreckendes. Und zwar hier, cooles Auge X, Level 120. Guck ich mal die Werte an. 41.000. Windraser X, 121. 120, das Viech, das war auch. 111. 111. Also das ist gar nicht mehr witzig gewesen, was ich da bekämpft habe, ey. Und ja, da 130 irgendwo. Oder? Hab ich gerade irgendwo gelesen. Egal. Und ja, jeder Kampf hat so ungefähr 10 Minuten immer so gedauert. Also die alle hochzuladen wäre ganz schöner, ja, nicht lustig gewesen. Ich habe jedenfalls noch meine Waffen ein bisschen aktualisiert. Ich habe richtig geile Sachen ja bekommen. Zum Beispiel das Helios-Messer und all sowas. Oder Garms Reißzähne, die habe ich alle von Fenmont. Und zwar lassen sich da jetzt richtig geile Sachen verkaufen. Da kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Und zwar an diesem Dingensgebiet hier, wo die ganzen Shops waren. Da lang. Immer erst in die falsche Richtung. Hier lang. Und zwar anstatt hier irgendwo einzukaufen, geht man einfach die Treppe da hoch. Und dann warten da ganz viele Shops mit ganz vielen super geilen Waffen und Rüstungen. Ich glaube, die schlagen sogar die ganzen Sachen im Kolosseum. Also richtig geil. Habe ich natürlich alles das Aktuellste geholt, was ich mir leisten kann. Natürlich auch die ganzen Waffen, die alle 50.000 gekostet haben. Ja. War es aber wert. Und ja. Ich kann ja nicht ins Kolosseum gehen, weil jedes Mal, wenn ich das machen wollte, dann kommt direkt eine Cutscene und ich möchte ja keine Cutscenes sehen auf Screen, deswegen, ja, konnte ich mir das nicht antun. So, aber als nächstes machen wir mal Folgendes, wir gehen jetzt Geld spenden wieder. Und ich kann nämlich jetzt hier mein ganzes Geld hier einballern und dann haben wir alles abbezahlt, richtig geil. Okay. Yeah. You really gave till it hurt, huh, Luger? Let me collect your last 100 gold personally. I'll be waiting in front of Spurious Court. Okay. Das ist ein Bonus für die Anstrengung bei der Rückzahlung deiner Schulden erhalten. Im Briefkasten, Erdschuss, blablabla. Boah, wer hätte das gedacht? Wir haben alles zurückgezahlt, ey. Und ich, jetzt, wenn ich L2 drücke, passiert auch gar nichts mehr. Sehr gut, dann gehen wir mal nach Triglav. Zum Ferris Apartment und uns wahrscheinlich unsere vorletzte Belohnung ab. Festmahl mal 3, Freundschaftstrank mal 5, Freigebigkeit, Layer zu unserer Fähigkeit Multiobjekte hält. Ah, das ist auch nicht schlecht, wenn ich mich nicht irre. Und ohne Jacke, Jude, wenn ihr Jacke nicht anhat, sieht man alle seine Abzeichen. Ohne Jacke, Mila, nur weil du viel Schlichten an hast, heißt das nicht, dass du sie alles ausziehen musst. Okay. Gucken wir uns die mal an. Ich sollte mal irgendwann wirklich alle hier anziehen, ey. Sehr gut. Ja, was ist das denn? Ist das Tiburon? Das sieht ja richtig geil aus. Warum ziehe ich die ganzen Dinger überhaupt nicht an, ey? So. Okay. Das sieht schon ein bisschen freizügig aus hier. So, Multi-Objekt. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ist das derbe teuer. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das macht, aber ich glaube, sorgt dafür alles hier. Ja, Stärken und Objekte für eins Personen können für alle Mitglieder verwendet werden, sind aber nur halb so effektiv. Ja, komm, das gilt ja nur, wenn Layer irgendwie welche benutzt, oder? So, dann geben wir mal die letzten 100 Geld ab. Und zwar, so viel haben wir ja, ne?
Ja, hoffentlich kriegen wir dann noch was super Geiles. Mal gucken. Und dann haben wir auch unsere Schulden abbezahlt. Yay! Wenn jetzt nicht die Welt noch in Gefahr wäre, dann wäre alles schön und gut. Aber nein. So, Vera, Nova. War das nur zu sagen, Vera? Ja, herzlichen Glückwunsch. Boah, hat aber auch lange gedauert. Meine 140 Parts. Wow, du hast es geschafft. Du hast die 20 Millionen Geld schon abbezahlt. Wirklich unglaublich. Ich weiß halt auch irgendwie nicht. Endlich. Ich glaube, ich muss gleich heulen. Verdammt. Jetzt los, einen heißen Quell zu wanzen. Wir was? Okay. Hä? Ja. Immer schön mit der Ruhe, Nova. Du hast doch gesagt, dass du mit mir zu diesen heißen Quellen fahren wolltest. Ach so, Vera. Verdammt, das hat sie ja vorgesagt. War das von Anfang an als Geschenk für Ludger gedacht? Ja, und du kommst natürlich auch mit. Es wird ein Riesenspaß, solche Anlässe muss man gebührend feiern. Alle kommen mit, je mehr, desto besser. Ja, das hört sich wirklich spaßig an. Hey, Glückwunsch, Ludger. Hi, na? Ich habe gehört, dass du deinen Schulden abbezahlt hast. Das passt wunderbar, gerade wollte ich alle zusammenrufen. Wir geben eine große Party, um Ludgers Schuldenfreiheit zu feiern. Ich nehme euch alle mit zu den heißen Himmelsquellen. Tiere und Puppen sind ebenfalls willkommen. Freut ihr euch schon? Ein Ausflug zu einer heißen Quelle, ausgerechnet jetzt. Aber eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Auf diese Weise könnten wir Kräfte schöpfen und die Wunden und Schmerzen der Schlacht abwaschen. Das stimmt, und Ludger hat eine Belohnung für seine harte Arbeit verdient. Ludger, ich war doch noch nie bei einer heißen Quellen. Habe ich das richtig verstanden? Das sprudelt heiß Wasser aus dem Boden? Wieso haben wir das nicht schon früher mal gemacht? Vielleicht zeige ich euch dann endlich mal, wie ein Mann seinen Rücken ordentlich schrubbt, Ludger. Und ich bringe alles mit für eine Kistenschlacht und Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, Ludger freut sich vor allem auf das gemeinsame Baden. Habe ich recht? Nein. Das muss also dieser nackte Bindungserfahrung sein, von denen die Leute erzählen. Also gut, dann werde ich einen Ausflug in die heißen Quellen teilnehmen. Stürzen wir uns in die nackte Vergnügen. Ins nackte Vergnügen, auf dass wir besser gefährdet werden. Gut gesagt. Ich finde, das ist eher eine ziemlich schamlose Art, das auszudrücken. Hey, das ist eine Party. Also mach dir nichts aus Schamgefühl. Oder mach, dass du nach Hause kommst. Hast du das gehört, Ludger? Also gut, Leute, lassen wir uns in den heißen Quellen mal so richtig heiß hergehen. Okay. Da bin ich aber gespannt. Oh, sogar extra Szene. So this is a natural hot spring. My back really needed this. Vera, you sound like an old woman. I have to say, this is the life, isn't it? We have to come back sometime and bring Elle with us too. Yes, absolutely. By the way, how's the water on your side, boys? What's up? No complaints over here. Wegen kein Schamgefühl. Alvin, stop pushing. To think I once commanded the Rashagol army. I think I found the zipper. Ah, that is not a zipper. Take it easy. Sorry about that, guys. What's up with the towels? Huh? They're being digested. We might be close friends, but not nearly close enough for a call like that. Mein Gott, wie egoistisch. Hooray!
Was zum Teufel? Das war irgendwie herzlos von den Damen. Okay, das ist ein Ending? Ja, das Bild kenne ich. Das ist auch im Artbook, glaube ich. Sehr gut. Ein Leben ohne Entscheidung wäre so einfach, aber auch ganz schön langweilig, findest du nicht? Ja. Das wird jetzt hier direkt ein Ending-Screen kommt. Ein wunderbarer Koch und fähiger Handwerker. Luca wird ein großartiger Ehemann sein. Okay. Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss des Spiels. Wir hoffen, dass du die Reise genossen hast. Ich hoffe, du hast die Reise genossen, meine ich natürlich. Wer das hier liest, hat das Spiel abgeschlossen, aber es gibt noch viel zu tun, also spiel weiter. Okay. Aus wie kommt mir so bekannt vor? Die Welt von Xilla ist ein finsterer Ort, aber einer, der auch viele Wärme spendete. Ah, Sakuraba, genau. Das Lied, das Julius und Ötka vor sich hinsummen, war nicht nur der Titelsong des Spiels, sondern auch das Lied, das mich am meisten bewegt hat. Nichts mehr, okay. Ja, das war irgendwie komisch. Also hat jetzt hier direkt ein Ending kommen. Ich dachte, wir bekommen irgendwie eine geile Belohnung oder irgendwie sowas. Ja, also mit irgendeiner Szene habe ich bestimmt schon mehr so gerechnet, aber ja. Also ich mich deprimiert hat aber immer noch, dass irgendwie L die ganze Zeit weg ist. Das kotzt mich so ein bisschen an. Ja, die wartet natürlich da die ganze Zeit am Final Boss, aber trotzdem finde ich ein bisschen. Ja, nennt man das. Ja, ich finde ein bisschen traurig. Warum kann die nicht irgendwie noch kurz gerettet werden oder so? Mal ehrlich, die ist jetzt die ganze Zeit da bei dem Beasley und bei Kronos und wir können nichts machen außer jedes Mal dahin zu gehen und die retten und dann ja irgendein Ende hier aktivieren und ich ja auch noch eins aktivieren muss, was ich wahrscheinlich ganz am Ende machen werde. Ich kann mir nicht vorstellen. Oder weiß ich nicht, war der Happy End, was ich hatte? Oder das offizielle Ending? Oder wahre, normale, was weiß ich. Also ich scheine auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall noch ein anderes Ending, glaube ich. Aber ja, mal gucken. So, mit was mache ich denn jetzt, nachdem das Ending hier abgeschlossen ist, weiter? Wahrscheinlich weiter im Kolosseum, weil ich keinen Plan habe, weil ich im extra Dungeon oder Bonus Dungeon hier machen soll. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es wie ein Symphonie abläuft, dass man alle Gegner vielleicht erledigen muss oder so. Aber solange ich das nicht genau weiß, ja, lassen wir halt erstmal. Ja, wahrscheinlich ein bisschen im Kolosseum hier mich durchprügeln. Vielleicht ein paar Belohnungen abstauben, falls es da irgendwelche Belohnungen gibt. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Ich hoffe, du hast dich auch in Jahren noch mit Freude an deine Erfahrung in der Welt von Xilla zurückkehren hast. Also, ja klar, Hideo Baba, unser Gott. Ein Leben und ein paar schwierige Entscheidungen gibt es nicht. Nimm dir einen Augenblick, um dich am Ende seines Weges in Ludgar hineinzusetzen. Okay. Sehr schön. Komm jetzt nochmal. Das Bild. So, die Frage ist jetzt, kann ich speichern und dann, weiß ich nicht, jetzt den Punkt davor zurückkehren oder kann ich nie mehr vor dem Punkt da zurückkehren? Verbraucht nicht galt. Pff. Perfekter Körper. Okay. Hart wie Stahl. Du hast all deine Schulden zurückgezahlt. Deine Daten werden gespeichert. Wenn du deine gespeicherten Daten lädst, geht das Spiel vor dem letzten Gespräch mit Nova weiter. Okay. Das heißt, ich kann halt immer wieder angucken, oder wie?
Was weiß ich. Okay. Bin jetzt wahrscheinlich wieder im Titelmenü, ne? Web. Das wollen wir nicht. Hey, L. Na? Verdammt. Wahrscheinlich ist es irgendwie gedacht, dass man da auch ein New Game Plus machen kann, oder? Ich glaube nicht, dass ich von früher irgendwie so hätte abschließen können. Okay, jetzt ist hier auf ewig irgendwie ein Ausrufezeichen wahrscheinlich und ich kann immer das Ending hier machen. Ne? Ja, wo ist hier? Perfekter Körper. Hier. Du bist gut genug, du bist klug genug und ja, verdammt nochmal, die Leute mögen dich. Okay. Na gut, warte mal. Okay, ich wollte schon sagen. Das ist irgendwie der perfekte Zeitpunkt, glaube ich, um die ganzen Freundschaften hier zu maximieren. Oder? Weil ich kann ja nichts mehr bekommen. Ich kann jetzt auch nicht mehr spenden und so, ja. Ja, ich kann jetzt nichts mehr bekommen, so. Freundschaftstrank-mäßig. Ich meine, dingensmäßig. Schuldenmäßig als Belohnung. Deswegen tun wir die ganzen Freundschaftstränke hier wegballern. Yuzu und Gaio sind kurz davor. So. Haben wir schon mal noch mehr maximiert. Allerliebste Muse. Und ja, stimmt, wir kriegen einen ganzen Titel dafür noch. Gaius Komplize. Jobungszüge mit Gaius. Für die restlichen holen wir uns jetzt mit Dingens hier, wo ist es? Ja, Kera. Ach so, für die Charaktere nehme ich an. So, Duval Bar Film Noir. Weil wir haben ja ganz viele Jetons. Hier können wir noch für ein paar Freundschaftstränke wegballern. Oh, so viele haben wir gar nicht mehr. Verdammt. Freundschaftstrank. 20.000. Ja, hau weg damit. Haben wir die einfach weg. Aus dem Fenster geworfen. Das reicht aber nicht. Jude, Mila, Leia. Kriege ich noch. Shoot, Leia, Mira, dann noch Elvin und Rowan. Ich habe 3 Stück. Reicht das? Ich glaube nicht. Verdammt! Nein, Elvin, Rowan. Shoot, mein Seelenverwalter. Verdammt, Leute! Leia ist die Beste. Rowan. Verdammt, mir fehlt nur noch so ein ganz kleines bisschen. 1, 2 brauche ich noch. Was mache ich denn jetzt? Verdammt! Rowans Armee. Weiß nicht. Wurmt mich jetzt ein bisschen. Milas bester Freund und Kamerad. Weiß nicht. Versuchen wir mal einfach. Vielleicht kriege ich also ganz locker 20.000 noch. So. War ganz schnell hier. Naja, wie geht das nochmal? So. Verdammt! Ausgerechnet jetzt! Leute! Boah, unentschieden. Was? Naja, ein paar. Verdammt, das ist wenig. Warum habe ich ausgerechnet jetzt kein Glück? Was soll das? Ich könnte gleich einen so einen Würfel benutzen, ne? Mittlerweile jetzt auch von den ganzen Missionen welche. Ja, verdoppeln, na klar, höher.
höher. Verdammt! Objekt verwenden, ja. So. Mach mal hier. Wenn er jetzt noch ganz schnell schaffen. Was? Nein! Gar nicht hingeguckt, Mann. Hell, ah! Dann habe ich die ganze Zeit doch Glück hier mit den Dingern. Niedriger. Niedriger. Höher. Verdammt, niedriger. Jetzt noch einmal. Verdammt. Verdammt. Ey. Ja, noch mal das hier. Bams, Drilling, noch mal. Ja, Bams. Niedriger. Bams. Niedriger. Verdammt. Was ist das? Straße, jawohl. Höher. Jawohl. Höher. Jawohl. Weiß ich gar nicht, ist das am höchsten, ne? Ja. Niedriger. Verdammt! Und Drilling. Hat hier nämlich mal ein bisschen, ja, was hab ja, ich hab schon wieder vergessen. Wieder ein Drilling. Was ist denn dies? War das höher, höher oder niedriger? Weiß ich nicht. Niedriger. Bams. Höher. Bams. Niedriger. Bams. Niedriger. Bams. Ist noch einmal, komm schon. Niedriger. Roll. So, und so einfach geht das. So, jetzt sag mir nicht, du brauchst noch mehr. Du brauchst noch mehr, verdammt. Elvin. Ich glaube, den Rest werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Na, okay. Ich sagen, ich verabschiede mich hier, tu ein bisschen mehr Jetons hier noch verdienen, um Elvins Freundschaft zu maximieren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.